Moin, herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Let's Play LS17. Ach, Quatsch, Let's Play Pure Farming 2018. Völliger Quatsch. Wasserpumpen. Zunächst musst du Wasser von einer Pumpstation holen. Pumpe das Wasser. Ja, habe ich gemacht. Den Tank der Plantage füllen. Ja, das glaube ich auch, dass ich das schaffe. Ja, schön, dass ihr wieder reinschaltet. Wir sind dabei, mal eine Aufgabe zu erfüllen. Kann ich auch hier lang fahren? Man weiß es nicht. Mal gucken. Eigentlich nicht, ne? Wahrscheinlich fahre ich jetzt völlig falsch, aber egal. Ja. Ich erfülle hier eine Aufgabe für einen anderen Bauern. Ich helfe ihm, sozusagen. Wie ich da denn? Naja. Wenn wir später noch drauf kommen. Ja, mal schauen. Also wir sind hier unterwegs. Haben hier gerade mal 6000 Liter Wasser geladen. Was ich ganz cool finde, ist, dass hier auch unterschieden wird zwischen Litern und Kilo. Ja, ansonsten. Ihr hört meine Begeisterung, hält sie noch ein bisschen in Grenzen. Oh, ob das jetzt funktioniert, wenn ich da andersrum reinfahre. Ladung bewegen. Abladen. Alles klar. Oh, ich habe mal wieder eine neue E-Mail bekommen. Warum heißt das Spiel eigentlich nicht E-Mail für dich, sondern Pure Farming 2018? Als nächstes musst du dich um das Spritzen der Plantagenbäume kümmern. Spritzen ist sehr wichtig, um die Früchte vor Schädlingen zu schützen und die besten Erträge zu erzielen. Um das zu erledigen, brauchst du eine Spritze. Verbinde die Spritze zunächst mit dem Traktor. Ja, ist mir schon klar. Oh, guck mal, da läuft jetzt auch die automatische Bewässerung. Das ist schon mal cool. Wie ihr da seht, ne? Jetzt, ich habe Wasser eingefüllt. Da steht auch noch mein Hänger. So. Also hier im LS17 habe ich ja noch nie irgendwelche Feldmissionen gemacht. Hier mache ich das jetzt, weil dieses... Ja. Im Prinzip ist es ja so eine Art Tutorial-Spiel oder wie auch immer. Diese Missionen hier oder dieses, ja. Wie kann man das nennen? Ich weiß es nicht. Mich da diesen ganzen Gaming-Fachausdrücken nicht so mit aus. Ja. Kann man so machen, muss man aber nicht. So. Aber ich habe eine E-Mail gekriegt, das gibt's doch gar nicht. Was ich Dünger. Im nächsten Schritt füllst du die Spritze mit Flüssigdünger auf, den du beim Flüssigdüngerbehälter kaufen kannst. Das ist der grüne Behälter, den du vielleicht schon neben dem Unterstand gesehen hast. Behälter mit Flüssigdünger stehen jedem neben dem Unterstand. Um die Spritze aufzufüllen, hältst du neben dem grünen Behälter an, pumpst die Flüssigkeit hinein. Flüssigdünger ist nicht kostenlos, sei also vorbereitet, etwas dafür zu bezahlen. Aha. Das heißt, ich fülle jetzt hier meine Spritze mit Flüssigdünger für den anderen Bauern. Muss ich ja aufpassen, dass ich da kein Minusgeschäft mache. Flüssigdünger. Andere würden auch Gift dazu sagen wahrscheinlich. Pestizid. Hey, ich habe eine E-Mail bekommen. Wie schön. Aha. Die Plantage spritzen. Es ist an der Zeit, die Obstplantage zu spritzen. Begib dich zur angezeigten Position. Ja, gut. Mache ich das doch mal.
echt eine Baustelle. Ach, da muss ich ja gar nicht hin. Völliger Bullshit. Ist ja die falsche Markierung, die ich da gewählt habe. Muss ja hier hin. Ja, hab mich verfahren. Hab mich verwirren lassen durch die Angaben in der Karte. Ich muss da unbedingt mal diese eine Markierung wegnehmen. Er steht da immer noch und wartet, dass ich fertig werde, oder was? Alter, du kannst auch mal reingehen. Oder geh da an deinen Grill, der gerade aufgeknappt ist, und sieh zu, dass du mir schon mal ein paar Burger drauflegst, wenn ich hier gleich fertig bin und dir den Arsch gerettet hab. Wo soll ich denn jetzt hinfahren? Ey, das ist mir hier alles zu kompliziert. Ich fahre jetzt hier einmal durch. Und dann fange ich gleich mal so an, wie ich meine, dass ich anfangen muss. So. Sprühen. Braucht man gar nicht jeden Gang abfahren, nur jeden zweiten. Wasser schon alle oder was? Warum wird hier nicht mehr bewässert? Ja, und der letzte Gang. Und dann sind wir fertig. Dann kriegen wir 10.000 Euro gleich. Vielleicht hat er ja seinen Grill an, wenn er schon aufgeklappt ist, und hat ein paar Burger für uns drauf. Das wäre was. Ja, ich habe die Aufgabe abgeschlossen, wo ich noch gar nicht alles gespritzt habe. Am Ende machen wir es richtig. Oh, begib dich zur angezeigten Position. Erst muss ich gucken, was denn die E-Mail hier sagt. Aufgabenbericht, Hilfe auf der Plantage. Du hast die Aufgabe des Farmers erfüllt, darum erhältst du 10.000 Euro und 200 Erfahrungspunkte. Wie du sehen konntest, war es dir möglich, die Aufgabe unverzüglich in Angriff zu nehmen, weil du ja
für nötige Ausrüstung bereits hattest. Denke daran, dass alle Aufgaben gut überlegt und geplant sein sollen. Am besten findest du zuerst heraus, welche Ausrüstung für eine Aufgabe gebraucht wirst und gehst danach einkaufen. Ja. Das ist doch schön. Und deshalb fahren wir jetzt zur angezeigten Position. Eine weitere Aufgabe erwartet dich. Ja, begebe ich mich gleich hin. Bring erstmal hier die Spritze zurück. Oh, da kann man doch hier auch querfeld einfahren, oder? Oh. Ja, das mit der Lenkung. Also die Lenkung und ich werden keine Freunde. Das weiß ich wohl. Den eigentlich so ein bisschen mehr an den Rand stellen. So weit nun auch nicht. Halt, Mann, ey. Zur angezeigten Position. Ja, hier völliger Quatsch. Nee, doch nicht. Schön, dass ich da dann nicht mal dran vorbeikomme. Hey! Yeses! Eine E-Mail. Wie du dir vielleicht gedacht hast, habe ich eine Aufgabe für dich. Erlaube mir, sie dir zu erklären. Ich habe einen Auftrag über 8000 Kilo Getreide erhalten. Um die Aufgabe abzuschließen, musst du das Feld vor uns pflügen und verpflanzen und das Getreide dann zum Lager transportieren. Keine Sorge, wie immer werde ich dir mit meinem Rat zur Seite stehen. Nachdem wir die Sache hier erledigt haben, kannst du dein eigenes Geld verdienen. Dann lass uns anfangen. Bringe zunächst den Flug am Traktor an. Ja. Na ja, gut. Nice try. Dich an den Rand des Feldes. Ja, den wollte ich ja gar nicht drücken, ich wollte ja eigentlich fahren. Sie haben eine neue E-Mail erhalten. Mann, ist das. Der Pflug wird dazu an den Boden zu locken und das Feld auf die Aussaat vorzubereiten. Nein, echt? Das muss einmal für jeden der vier Pflanzzyklen getan werden. Begib dich mit dem angebrachten. Ja. Begib
begib dich an den Rand des Feldes. Ja, das. Wenn man das hier ein bisschen feiner dosieren könnte, ne? So. Ey! Gibt's ja gar nicht. Die haben eine E-Mail erhalten. Mit dem Flug arbeiten. Bereite den Flug aus und senke ihn, um mit den Flügen zu beginnen. Als nächstes ziehst du den Senkflug. Ja. Über das gesamte Feld. Ausbreiten, heben, senken, schwenken. Dann wollen wir das mal eben machen. Wie das zu Ende geht, das seht ihr in der nächsten Folge. Wenn es euch gefallen hat, hinterlasst mir ein Like, Daumen hoch. Hinterlasst mir auch gerne einen Kommentar oder abonniert mich, würde mich natürlich tierisch freuen. Und ansonsten freut es mich natürlich noch viel mehr, wenn ihr morgen wieder einschaltet. Oder auch wenn ihr mich bei Facebook besucht. Hallo? Sag nicht, den kann man... Nein, das gibt's nicht. Muss ich jedes... Ach du Scheiße. Ja. Kommt auf meine Facebook-Seite Friesenjung13 oder meine Website friesenjung13.de und in diesem Sinne sage ich dann mal ciao.